Jetzt mit der ganzen Corona, wie war das für dich? Hast du am Anfang noch daran gedacht und irgendwann es vergessen? Es ist ein bisschen anders für mich in Amerika wie für euch hier in der Schweiz. Es ist, ich bin durch die gleiche Achterbahn wie viele andere auch. Am Anfang habe ich es nicht so ernst genommen, damals im März. Und dann nachher, als es so serious geworden ist in Italien, hat man dann doch langsam angefangen zu realisieren. Aber ich glaube, für uns in Amerika der Unterschied ist, ich kenne so viele Leute, Freunde, die das hatten, die nicht gewisse sind im Spital gelandet, andere haben einfach 14 Tage Fieber am Stück. Und wenn man so Sachen hört, dann ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Ich bin jetzt nicht irgendwie ängstlich. Aber ich schaue, dass ich es irgendwie probiere zu schauen, dass ich es nicht überkomme. Und bin nach wie vor, auch wenn ich da ein bisschen Normalität verspüre und so, aber ich bin schon eher jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich würde auch wieder gerne zurück zum Umarmen und Küssen. Aber wenn es jetzt heisst, ich muss 2020 abschreiben im Sinne von Umarmen, dann so wird es. Und was war jetzt für dich aber speziell gewesen jetzt, also positiv speziell im Gegensatz zu früheren Festivals? Ach, du hast gemeint wegen Corona. Ich kann euch sagen, viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Das Festival, speziell positiv. Ich glaube schon, dass viele Leute, man hat es gemerkt, viele von den Filmemachern, Gäste sind vielleicht im Publikum, nicht, dass es sonst eine Bombenstimmung wäre, aber es ist wirklich, die Leute haben schon, die da sind, die Lust wieder machen können, in ein Kino zu sitzen, vielleicht auch andere, wie auch ich, zuerst ein bisschen mit Vorsicht und dann irgendwann wieder realisiert, hey, es ist schon super geil, so ein Kino und einen Film im Kino geniessen. Und halt auch die ganzen Events wie der heute Abend, es ist, ich glaube, die Leute haben schon geniessen zu wieder mal können, muss ich sagen. Ich muss jetzt nicht jeden Abend an Events, ich muss auch nicht unbedingt mich unter hunderte von Menschen mischen. Ich weiss jetzt nicht, was in der Schweiz gesetzlich wieder neu erlaubt ist. Ich müsste jetzt nicht gerade an ein Konzert gehen, aber ich sehne mich danach, ist klar. Und nachher nicht zurück nach Amerika, dann musst du in Quarantäne? Nein, es haben mich viel gefragt. Ich will das morgen noch mal genauer abklären, aber ich habe mit vielen kenne Leute aus Deutschland gekommen sind, aus verschiedenen Gebieten, auch aus Risikogebieten, die haben nicht in Quarantäne müssen. Also ich nehme mal an, dass ich nicht in Quarantäne muss. Also das Green Card holen kann ich sowieso einfach zurück, aber das mit der Quarantäne, ich glaube es nicht.